Hallo, einer meiner Zuschauer wollte wissen, woher die pflegeverwandten Berufe, wie er sie treffend nennt, kommen. Damit meinte er die OTAs, die operationstechnischen Assistenten, die ATAs, die anästhesietechnischen Assistenten und die CTAs, die chirurgisch-technischen Assistenten. Das alles sind dreijährige Ausbildungsberufe, die nicht staatlich anerkannt sind, was nicht unbedingt heißen muss, dass die schlecht sind. Was machen diese Berufe? Die OTAs ersetzen die Pflegekraft im OP, die ATAs ersetzen die Anästhesiepflegekraft und die CTAs ersetzen den Assistenzarzt. Ich weiß, dass es jetzt nicht unbedingt politisch korrekt ausgedrückt ist, was ich sage, aber die Realität ist nun mal so. Ich persönlich habe nur Erfahrungen gemacht mit den OTAs und konnte im Aufgabenspektrum keinen Unterschied zur OP-Pflege finden. Im Prinzip machen beide Berufe das Gleiche. Aber fangen wir mal von vorne an. Die OP-Pflege gibt es seit ungefähr schon 100 Jahren. Damals standen schon unsere Kolleginnen neben dem Arzt am OP, haben mit ihm Haken gehalten und instrumentiert. Das waren noch die guten alten Zeiten, wo die Schwestern Röcke getragen haben. Moment, vor 100 Jahren, da waren es noch eher Kutten. Aber egal. Die Fachweiterbildung für die OP-Pflege gibt es erst seit 1986. Im Vergleich, die Fachweiterbildung für die Intensiv- und Anästhesie gibt es schon seit 1964. In dieser ganzen Zeit gab es keine OTAs, keine ATAs und keine weiteren Hilfsberufe. Es gab nur die Pflege, die sich weitergebildet hat. Dann gab es in den 80ern einige Probleme. Es gab erstens immer weniger Pflegekräfte, zweitens sind immer weniger Pflegekräfte in den OP gegangen. Das hatte mehrere Gründe. Schichtdienst, Bereitschaftsdienst, keine gute Bezahlung und die Stimmung im OP bzw. der Umgang mit dem Pflegepersonal war nicht unbedingt nett. Ja, Ärzte sind manchmal Choleriker, vor allem eurem Chirurgen, muss ich sagen. Und die OP-Stellen waren nicht gerade sehr beliebt bei der Pflege. Es gab einfach keinen Nachwuchs in der OP-Pflege. Und so langsam wurde Kritik laut, dass diese Fachweiterbildung für den Operationsdienst zu lange dauert. Du musst wissen, bis du diese Fachweiterbildung hast, bist du 6 bis 7 Jahre in der Schule. Heißt 3 Jahre Ausbildung, 2 Jahre Berufserfahrung und nochmal 2 Jahre die Fachweiterbildung. Ich glaube, die Berufserfahrung kann man inzwischen wegkürzen, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die OPs sind so schon unterbesetzt und für die Häuser würde das bedeuten, dass sie wieder einen Personalausfall haben, wenn sie jemanden in die Fachweiterbildung schicken. Und die Fachweiterbildung gibt es ja nicht umsonst, die kostet Geld. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat das Problem natürlich erkannt und sie guckten über die Grenze. In die Niederlande und in die Schweiz zum Beispiel. Die hatten in den 70er Jahren schon massive Personalprobleme in den OPs. Und sie haben nach amerikanischem Vorbild Lehrgänge entwickelt, um Hilfspersonal für nichtärztliche Tätigkeiten zu generieren. Damit sollte in einer kurzen Ausbildungszeit der Mangel an Fachkräften behoben werden. Und boom, die OTAs waren geboren. Später kamen noch die DRGs, das hat dann noch mehr dazu geführt, dass der Bedarf an OTAs gestiegen ist, weil das ja bedeutet hatte, oder heute noch bedeutet, je mehr OPs du machst, desto mehr Geld verdienst du als Krankenhaus. Also diese ganzen Berufe, ATAs, OTAs und CTAs sind aus wirtschaftlichen Gründen entstanden. Man muss aber der Fairness halber sagen, dass sich die ganzen Aufgabenbereiche in den Krankenhäusern verschoben haben. Früher zum Beispiel gab es, ich weiß noch, in meiner Ausbildung gab es sowas nicht wie eine Versorgungsassistentin auf Station, die den Patienten Wasser gebracht hat oder gefragt hat, was die zu essen wollten. Das haben dann entweder die Zivis, die es jetzt nicht mehr gibt, damals gemacht oder halt die Schüler. Anders ging es nicht. Als man gemerkt hatte, dass die OTAs ziemlich gut funktionieren, hat man sich dazu entschieden, dass man weitere Hilfsberufe generiert. Und zwar, wie ich schon sagte, die ATAs, die anästhesietechnischen Assistenten, die CTAs, damit der Assistenzarzt ersetzt wird. Dann gab es noch die ITAs, intensivtechnische Assistenten, die haben sich aber nicht durchgesetzt, also ich persönlich kenne zumindest keinen. Dann gab es noch den Gefäßassistent, der präpariert Gefäße im OP für die Gefäßchirurgie schon mal vor. Und was ein Studiengang ist und der entstanden ist, ist der Physician Assistant, der kommt aus Amerika. Das ist quasi ein Arztassistent, der eine weitere Befugnis hat als eine Pflegekraft. Es war im Prinzip ein lustiges Berufebasteln und keiner wusste mehr eigentlich, was der andere tat oder durfte. Es ist auf jeden Fall so, dass du für die ATAs und OTAs und CTAs nur 3 Jahre Ausbildung brauchst und dementsprechend den Mangel schneller beheben kannst. Und ein weiterer heißer Diskussionspunkt ist, ob man für den OP-Einsatz wirklich eine Pflegeausbildung braucht.
Heute sind die ökonomischen Anreize wichtig. Das bedeutet, dass man Berufe haben möchte, die einen kleinen Bereich abdecken und dementsprechend weniger kosten. Ganzheitliche Berufe sind momentan nicht so gefragt. Allerdings muss man auch sagen, dass insgesamt im Krankenhauswesen der Trend Richtung Spezialisierung geht und die OTAs, ATAs und CTAs halt deutlich günstiger sind. Warum hat man aber den CTA eingeführt? Der ersetzt ja quasi den Assistenzarzt. Nun, die Zahl der Medizinstudenten ist in den letzten Jahren rückläufig gewesen und wahrscheinlich wirst du mitgekriegt haben, dass man immer mehr Ärzte aus dem Ausland rekrutiert hat. Um den Mangel an Assistenzärzten im OP auszugleichen, hat man den CTA entwickelt. Im niedergelassenen Bereich haben wir keinen Ärztemangel, da haben wir nur ein Verteilungsproblem, aber das ist ein ganz anderes Thema. Was ist meine Meinung zu diesen pflegeverwandten Berufen? Viele Verbände der Pflege stürmten ja so ein bisschen dagegen gegen die OTAs, aber ich glaube einfach, das war so ein Aufschrei der Hilflosigkeit, weil die Fachpflege in der OP halt ersetzbar wurde plötzlich. Man hatte Angst um seine Stellen und dementsprechend hat man natürlich dagegen gewettert. Die Realität sieht heute aber so aus, dass die OTAs gleichgestellt sind mit der Fachweiterbildung und meines Wissens nach auch das gleiche verdienen, obwohl sie 2 Jahre kürzer ausgebildet sind. Die Arbeitsmarktsituation für die OTAs war eine ganze Weile auch ziemlich gut. Ich weiß noch, dass ich Pflegezeitschriften geblättert hatte und in fast jeder waren ausschließlich Stellenausschreibungen für OTAs oder Fachpflege für OP. Hier kommt noch ein Argument für die OTAs. Wen stellst du im OP ein? Jemanden, der das 3 Jahre durchgehend gelernt hatte, von Anfang an, wie das im OP läuft, wie die Springertätigkeit ist, wie zu instrumentieren ist, wie du die Päckchen für die Operation zusammenpacken musst. Oder nimmst du dir jemanden aus der Pflege, der 3 Jahre auf Station gearbeitet hat, du ihn erstmal in den OP holen musst, er muss erstmal die Grundprinzipien beigebracht bekommen, wie bei den OPs alles abläuft, und dann musst du ihn noch in die Fachweiterbildung schicken, die ich weiß nicht wie viele 1000 Euro kostet. Was glaubst du, was wirtschaftlicher ist? Natürlich der OTA, und dementsprechend sind die OTAs inzwischen beliebter als die Fachweiterbildung Pflege. Ich hoffe, euch ist jetzt klar, woher diese Berufe kommen. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Mein Name ist Lukas Maximowski, Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege. Ich wünsche dir einen ruhigen Dienst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.